übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Stört's dich, wenn ich's ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen.
Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Komm schon, Holmes! Hopp, hopp! Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heute noch! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Deckung. Zielen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Deckung! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Komm raus da! Deckung! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Das war lausig. Los, gleich von vorn! Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Gut.
Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Jetzt weiter. Soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Nicht übel.
Nicht übel, Jody, aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei! Gut gemacht, Jody! Herzlichen Glückwunsch! Damit. Oh.
Abend. Routine-Check. Alle Ihre Ausweise, bitte. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Ugh!
Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Erwischt. Zentrale an Einheit 18. Einheit 18, ich höre. Eine Spezialeinheit ist jetzt unterwegs in eure Richtung. Sie werden die Flüchtige dann in Gewahrsam nehmen. Roger. Sie kommen dich abholen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Du musst mich hier rausholen. Ah!
Motorrad. Das ist perfekt. Position! Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Es geht los! Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Nein, Aiden, das ist mein Versteck, nicht die Autos. Was zur Hölle ist hier los?
hilf mir! Tu doch was! Irgendwas! Sonst ist es zu spät! Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert.
Hey, Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleiner. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen, zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut, er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will.
Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Ich bin hier, Schatz. Alles okay? Oh, es war nur die Glühbirne, Schatz. Dein Vater sollte die längst ausgetauscht haben. Ich hab was gesehen, Mami. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Da ist nichts. Guck. Weißt du, Erwachsenen passiert das manchmal auch. Ist okay. Hey Schätzchen, warum spielst du nicht draußen im Garten? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten.
Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Mir ist nicht nach Spiel. Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ich geh auf, okay? Ich schwör's dir. Komm schon, los auf ihn! Warte mal. Au, au, das ist kalt! Das wirst du bereuen, Fiesling! Ich geh auf, okay? Ich schwör's dir. Ich geb auf, okay? Ich schwör's dir. Das wirst du bereuen, Fiesling. Voll ins Gesicht getroffen. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Ja. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Helfen, Aiden. Aiden, du bist der Beste. Nimm das. Hey, Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesalbt. Ich hab doch nur Spaß. Au, das ist kalt. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, stopp. Oh.
Hexe! Eine fiese, doofe Hexe! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen! Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Philipp, nicht! Geh in dein Zimmer!